Hallo und herzlich willkommen zu Erlebt gute Nachrichten in herausfordernden Zeiten. Mein Name ist Alexander von Krosigk und ich gehöre zum Pastorenteam der Braunschweiger Friedenskirche. Ich habe heute einen Vers rausgesucht für diesen Podcast aus Jesaja 41, Vers 13. Dort heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott. Der ganze Vers, den lese ich jetzt auch noch einmal vor. Dort heißt es: Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und der zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du vielleicht durch so eine Zeit gehst, wo du vielleicht in den letzten Wochen auch mal erschrocken über dich selbst warst, dann gilt dir, dass Gott sagt: Ich bin der Herr, dein Gott. Oder vielleicht hast du das Gefühl in den letzten Tagen: Mensch, irgendwie reicht mein Gebet nur bis zur Zimmerdecke und ich weiß nicht, ob Gott mich hört. Da möchte ich dir zusprechen: Gott hört dich und er sagt: Ich bin der Herr, ich bin dein Gott. Und vielleicht hast du dich verstritten mit deinen Liebsten oder mit irgendwem und du hast das Gefühl, in dieser Phase, in der wir gerade stecken, fällt dir die Decke auf den Kopf. Und du fragst dich, ob da noch irgendwer ist, dann gilt auch dir, dass Gott sagt: Ich bin der Herr, dein Gott. Und vielleicht hast du das Gefühl oder vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du Leute länger nicht gesehen hast und du eigentlich noch was klären wolltest und du fragst dich, wie sich das auf deine Gottesbeziehung auswirkt. Auch dann möchte ich dir zusprechen, dass Gott sagt: Ich bin und bleibe dein Gott und du bleibst mein. Gott lässt nicht einfach los. Egal, was deine Gedanken gerade sind, Gott lässt nicht einfach los. Und egal, ob mich diese Krankheit erwischt oder dich, Gott lässt dich nicht los. Er ist und bleibt dein Gott. Und ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Ich war, das ist schon ganz schön lange her, vor 16 Jahren in den USA. Und habe dort für 2 Monate lang einen Workshop besucht für Jugendarbeiter und hatte mir als junger Mann nach dem Abitur vorgenommen, mit Jugendlichen ein Jahr lang zu arbeiten. Und um mich darauf vorzubereiten, bin ich in die USA gefahren und habe dort so eine Schule besucht für Jugendarbeiter. Und wir haben uns intensiv um die Jugendlichen gekümmert, die vor Ort waren, haben gelernt, wie man einfach einen Rahmen schafft, in dem sie sich wohlfühlen und wo sie gerne mit dabei sind. Und parallel war es so, dass wir Leute hatten, die sich auch intensiv um uns gekümmert haben und sich intensiv in uns investiert haben. Und am Abend waren wir lange wach und jeden Morgen um 6 hat mich mein Gastvater geweckt, manchmal auch noch früher, und gesagt: Alex, I've made some good coffee, come and join me. Und dann haben wir uns mit gutem frischen Kaffee vor den Kamin gesetzt und gebetet und ich war meistens müde am Anfang, aber es war eine richtig gute Zeit. Und dann sind wir bei einem anderen Mann eingeladen worden. Und der hatte eine Weihnachtsbaumfarm. Ein Riesengrundstück, ein wunderschönes Holzhaus mittendrin in diesem Grundstück voller Weihnachtsbäume und ein schönes Wohnzimmer. Und in der Garage stand eine Tiefkühltruhe mit allen möglichen Kaltgetränken. Und er hat gesagt: Egal was, wenn ihr hier seid, geht einfach zum Kühlschrank, holt euch das raus, was ihr trinken wollt. Und dann saßen wir dort vorm Kamin, haben Holz verbrannt, haben uns unterhalten und Sachen gefuttert und getrunken und so weiter. War richtig schön. Und was richtig geil war, in dieser Weihnachtsbaum,
Plantage waren überall kleine Wege, wo er mit seinem amerikanischen SUV durchgefahren ist, die Bäume rausgeholt hat und wo wir auch mal an einem Tag zusammen Paintball gespielt haben. Und dann hatte er Geländemotorräder und ich konnte Fahrrad fahren. Insofern hat er gesagt, okay, wenn du Fahrrad fahren kannst, dann hier sind die Motorräder und sind wir da mit den Jungs durch den Wald geheizt und über die Hügel gesprungen. Und bei einem dieser Sprünge ist es passiert, das Motorrad fällt runter und die Bremse bricht ab. Und dann hatten wir alle ein schlechtes Gewissen und sind zu ihm zurückgekommen und haben gesagt, hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie er hieß, ich muss es nochmal raussuchen, es tut uns leid, aber uns die Bremse abgebrochen. Und er guckt mich an und sagt, ist kein Problem, das ist das günstigste Teil am Motorrad, ersetze ich gerne. Und ich dachte, oha, ist schon krass, so großzügig. Und mich hat das sehr beschämt, weil ich gedacht habe, es ist so, mich hat diese Großzügigkeit fast mehr beschämt als ja alles andere vorher. Naja, wir haben uns wieder aufs Motorrad gesetzt, aufs andere, sind weitergefahren. Und was passiert? Wir fallen wieder oder es fällt wieder um. Und auch am anderen Motorrad, er hat zweimal dasselbe Motorrad, bricht genau die gleiche Bremse ab. Wir kommen wieder zu ihm und sagen, hier, es tut mir leid, wir haben auch beim zweiten Motorrad auch noch die Bremse kaputt gemacht. Und ich dachte, jetzt flippt er aus und sagt, was fällt euch ein? Ihr habt doch gemerkt, dass es kaputt gehen kann. Warum seid ihr damit nicht vorsichtiger? Aber er hat ganz anders reagiert. Er hat gesagt, wisst ihr was? Wenn ich gleich zwei Bremsen kaufe, sind sie günstiger. Kommt erst mal rein, nehmt euch eine Cola, setzt euch vor den Kamin. Und für mich, ich musste an diese Geschichte denken, bei diesem Vers, ich bin der Herr, dein Gott. Weil für mich in dem Handeln dieses Mannes etwas von der Treue Gottes deutlich wurde, die eben nicht sagt, zum 10. Mal machst du dasselbe, was ich dir doch ins Herz gelegt habe, dass du weißt, dass du es nicht tun sollst. Schon wieder, keine Ahnung, hast du was dir geklaut oder warst du nicht ehrlich oder probierst größer daherzukommen, als du eigentlich bist. Sondern Gott sagt, und ich bin und bleibe dein Gott. Und diese Treue gilt auch dir. Und in Matthäus 24, Vers 35 sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich bin und bleibe dein Gott, das wird nicht vergehen. Und egal, was an Corona oder an sonst irgendwem durch diese Welt grassiert und herumkraucht und was auch immer, an meiner Liebe zu dir, sagt Gott, kann das nicht rütteln. An meiner Liebe zu dir kann es nicht rütteln. Ich bin und bleibe dein Gott. Ich freue mich, wenn du morgen wieder mit dabei bist.